Ja, neuer Tag, neues Glück heute. Sonniger Tag, 17 Grad. Jetzt richtiger Frühling, zumindest in Büdingen. Gestern sind wir nach einer Woche Westerwald wieder zurück nach Büdingen. Im Westerwald als Start klar gemacht für die Elba-Reise, die morgen in einer Woche startet. Und jetzt geht es noch ein bisschen hier in Büdingen weiter mit Frühlingsfeeling und Reisevorbereitungen und Leben und überhaupt. Geradeaus fahren wir. Und wie man sieht, Astrid und Spaghetti haben ihre OPs hinter sich gelassen. Astrid fährt wieder mit ihrem kleinen Mini-E-Bike mit Spaghetti als Zugmaschine. Spaghettis OP ist jetzt 3 Wochen her und die Narbe so gut wie verheilt und Spaghetti macht wieder einen guten Eindruck. Wie man sieht, sind Astrid und ich in diesen Tagen wieder mit 3 Hunden unterwegs. Samira kann Fly in dieser Woche nicht gebrauchen, weil sie viel Arbeit hat. Und so ziehen wir auch mit der Fly hier wieder zügig mit unseren E-Bikes durch die Wälder. Und es ist immer eine Freude zu sehen, wie gut Fly noch in Schuss ist. Ja, es ist gut. Ein bisschen abkühlen im Schlamm. Eva, komm!
läuft und kommt tot. Diese kleine Nachmittagsrunde hier ist für Spaghetti gut, ist für Astrid gut, ist für Fly gut. Ava könnte noch viel mehr Gas geben, wie ich schon oft erwähnen kann. Ava 30 bis 40 Kilometer ohne Pause laufen, sprich am Fahrrad laufen. Ja, für den kommenden Sommer habe ich mir vorgenommen, mal wieder ein paar Solo Paddeltouren zu machen mit Kanadier, mit Pennerauto, mit Klapprad. Und zwar leichtes Klapprad ohne Motor, was ich leicht in den Kanadier verpacken kann, reinladen kann. Und das dann mit der dynamischen Hündin Ava. Normalerweise ist jetzt, so wie wir die Hunde aufgeteilt haben, ist Fly die meiste Zeit bei Samira, weil Fly ja am pflegeleichtesten ist, am wenigsten bellt, gut zu dirigieren ist, auch sehr gut lange alleine bleiben kann. Und ja, klar, Spaghetti bei Astrid. Astrid geht nach den Osterferien wieder in die Schule, nach ihrer langen Krankheitsphase. Ja, und ich bin dann wieder mehr oder minder allein unter der Woche und werde dann mit Ava kleine oder größere Ausflüge machen auf die umliegenden Flüsse. Lahn, Fulda, Fränkische Saale und so was. So habe ich mir das vorgenommen und ich gehe mal davon aus, dass ich das auch noch irgendwie gebacken bekomme. Ja, heute ist es so mild, dass ich zum ersten Mal in diesem Jahr keine Jacke anhabe, keinen Windbreaker anhabe, sondern nur einen gefütterten Pulli. Ist sehr angenehm, jetzt wieder wirklich den Frühling nicht nur zu erhoffen, sondern den Frühling auch zu fühlen. Thank you.
Ja, in diesen Tagen, in diesen Vorfrühlingstagen, in denen die Kraniche schon gen Norden gezogen sind und an denen die Singvögel aus dem Süden zurückgekehrt sind und wieder sich am Leben erfreuen. In diesen Tagen erwacht auch meine Reiselust, erwachen meine Lebensgeister. Und heute habe ich mir schon den ganzen Tag Gedanken gemacht, wie ich in diesem Jahr meine Reiselust befriedigen will, befriedigen kann, befriedigen soll. Denn eins ist Fakt, wenn ich irgendwo längere Zeit festgebunden bin, wie jetzt über diesen langen Winter durch Krankheit von mir, OP von mir, zwei OPs von meiner Frau Astrid, eine heftige OP bei ihrer Hündin Spaghetti, dann kann ich nicht sagen, dass ich dann froh und glücklich bin und mich damit begnügen kann und will, auf der Couch zu sitzen und irgendwelchen Scheiß in Videokameras zu labern, wie ich das auch gerade hier wieder mache. Nee, dann muss ich gute Ideen haben, dann muss ich was unternehmen können, dann beginne ich zu planen, zu machen, zu tun. Ja, und heute sind auch schon handfeste Pläne entstanden, nämlich der handfeste Plan zusammen mit meiner Tochter Samira in den Sommerferien, wo meine Frau Astrid abgewinkt hat, da will sie mit ihrer Schwester wieder eine Woche in den Bergen wandern irgendwo. Und sie hat keinen Bock auf längerfristige Touren wie ich wieder. Aber meine Tochter Samira, die jetzt im Schuldienst ist, also auf Ferienzeiten angewiesen ist zum Verreisen. Samira möchte gerne mit mir im Sommer mal wieder in den hohen Norden Europas ziehen. Nämlich nach Schweden. Und da hatte ich die Idee, dass wir wieder ins Dalsland-Seengebiet ziehen, eine sehr schöne Kanu-Region, wo wir schon viele, viele Jahre früher, vor 30 Jahren, rumgeschippert sind, als Samira noch ein Baby war. Dahin an den langgezogenen Stora Lee. Und da gibt es auf der norwegischen Seite, fast an der Grenze zu Norwegen, das Örtchen Nössemark. Mit einem kleinen Campingplatz, einer Slipanlage. Und das habe ich in guter Erinnerung als Basislager für Kajak-Gepäcktouren und für Segel-Gepäcktouren mit unserem Happy Cat Grabner, Happy Cat Hurricane, mit dem wir schon etliche spannende Segel-Gepäcktouren in Europas Norden unternommen haben. Also das steht für die Sommerferien Mitte Juli bis Mitte, Ende August. Aber für die Zwischenzeit, da habe ich heute Kontakt aufgenommen zum alten Kampfkumpel Krischer, den ich schon vor einigen Jahren kennengelernt habe. Wir haben uns erstmals gesehen auf der Insel Fanö. Da habe ich ihm gezeigt, wie geil Strandsegeln ist. Später waren wir auch zusammen in Holland zum Happy Cat Segeln. Dort habe ich mir sein Camper-Dachzelt abgeguckt und auch gekauft. Ja, und dann waren wir vor 2 Jahren 555 Kilometer auf der Elbe unterwegs mit Zeltgepäck, Grisha und Samira mit Supports, mit geeigneten Touren-Supports und mit ihren Hunden. Damals war das noch Luzi und der Border Collie von Grisha, wie der heißt, habe ich doch prompt vergessen. Aber mit Grisha werde ich Anfang Juni mich treffen, entweder schon im Westerwald, wo er hinkommt, von Biberach im Süden, oder wir treffen uns in der Nähe von Magdeburg in Schirmbeck oder Schönebeck bei einem Kanu-Club. Dort stellen wir dann eins von 2 Autos ab, fahren dann Elbe aufwärts bis an die tschechische Grenze und begeben uns dann auf der Elbe auf eine längere Zeltgepäcktour. Grisha mit Subboard und 2 Border Collies auf dem Subboard und ich vermutlich
mit meinem bewährten Grabner Schlauchkajak Riverstar gemeinsam mit Eva als meine Bootsfrau. Ja, und heute in einer Woche, nächste Woche Freitag, beginnen die Osterferien in Hessen. Dieses Jahr noch ausnahmsweise 3 Wochen. Da bietet sich natürlich eine schöne Südenreise an. Und da machen wir uns auf den Weg nach Elba. Oder um diese Uhrzeit sind wir bereits auf dem Weg nach Elba. Wollen innerhalb von 24 Stunden den Hafen von Piombino erreichen, wie schon immer in früheren Zeiten. Und dann übersetzen nach Porto Ferraio. Und dann weiter zum Campingplatz Santa Maria Tralala in der Bucht von Lacona. Ja, ich befinde mich hier auf meiner Rundtour, 12 Kilometer Rundtour mit den Hunden, mal wieder am Büdinger Tierpark. Nichts Besonderes, Tierpark ist sehr schön. Besonders ist es, dass hier vor einigen Wochen vier Wildtiere gerissen wurden und der Verdacht sehr nahe lag und liegt, dass es sich dabei um einen Wolfsriss gehandelt haben muss. Und jetzt warten wir eigentlich schon die ganze Zeit drauf. Es war angekündigt, dass eine DNA-Untersuchung stattfinden sollte, um zu klären, waren diese gerissenen Tiere tatsächlich das Opfer von Wölfen oder von freilaufenden, wildernden Hunden. Ich persönlich bin der Meinung, es waren Wölfe. Wölfe können diesen scheinbar so sicheren Zaun offensichtlich sehr gut überwinden, einmal in Klettermanier, aber einmal auch an den Bachläufen, wo der Bach, der hier durchs Wildgehege fließt, rausgeht aus dem Zaungelände, aus dem eingezäunten Gelände. Da können Wölfe unten durchmarschieren. Okay, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Bis jetzt weiß ich nichts von einer DNA-Analyse, werde heute Abend noch mal recherchieren. Das Ding ist jetzt mindestens 3-4 Wochen her. Ja. Wie man sieht, habe ich die Hunde jetzt dazu gebracht, dass sie hier ganz ruhig entspannt dem Wild im Gehege gegenüber sitzen. Das betrachte ich so ein bisschen als Desensibilisierung, was ihren Jagdtrieb betrifft. Vielleicht hilft das ein bisschen, dass sie nicht jedem Reh hinterherdüsen wollen, was uns im Wald auf freier Wildbahn begegnet. Und jetzt habe ich gerade so den Eindruck, es könnte ganz harmonisch sein, dass unsere Hunde sich mit Wild gut verstehen und es nicht versuchen zu töten. Ja, wie jeden Tag eine ungefähr 12 Kilometer Runde, so als tägliches Normalprogramm. Aber wenn gutes Wetter ist und wenn Zeit ist, sind unsere Runden auch doppelt bis dreimal so lang. Dann, wie schon oft erwähnt,
kommt natürlich Fly in den Dog-Trailer. Und Spaghetti ist jetzt aktuell wieder dermaßen gut dabei, dass sie auch in Kürze wieder 30 Kilometer laufen kann, ohne sich dabei weh zu tun. Ja, im Wald gibt es hier öfters Schranken und da muss man dann irgendwie dran vorbei und ich habe dann immer den Ehrgeiz, dran vorbeizukommen mit Dog-Trailer und mit zwei Hunden am Rad und das ist dann einfach auch ein Zeichen für eine besonders gute Teamarbeit von Mensch und Hund. Komm. Langsam. Langsam.